Vielen Dank. Lassen Sie mich zunächst fragen, wie lange ich Zeit habe. 25 Minuten. Und bei Ihnen ist jetzt? Bei mir ist es 26. Okay. Ich frage mich, ob die Universitätsprofessoren-Software pünktlicher ist als das, wenn sie dann kommt. Also 5 nach, ja? 2 nach. 2. Der Titel wurde mir übrigens gestellt, deswegen habe ich nicht gewählt. Ich hoffe, ich erfülle ihn. Vielen Dank für die Einladung, ich bin sehr gerne hier an den Wirtschaftsdienst und das IFO-Institut. Ich widme mich also, jetzt in im letzten Vortrag den Verteilungsfragen, die auch schon den ganzen Tag immer wieder vorkamen. Ich hoffe, ich wiederhole nicht zu viel. Einen Unterschied gibt es, ich gehe weiter zurück in der Geschichte, bis Adam Smith, und nehme jetzt die Freiheit in der letzten Session, den sehr frei zu übersetzen. Er sagt hier, dass die Vermehrung der Produktion über alle Wirtschaftszweige hinweg, als eine Konsequenz der Arbeitsteilung, zu universellem Wohlstand führt in sozialen Marktwirtschaften, in well-governed societies, und dass sich dieser Effekt bis hinunter in die niedrigsten Einkommensränge auswirkt. Also Ronald Reagan nannte das Trickle Down. Stimmt es? Können wir davon ausgehen, dass die Globalisierung und die globale Arbeitsteilung dahin führen? Zunächst mal, Außenhandel besteht, weil Einkommen, Ressourcen und Technologien nicht gleich verteilt sind, sondern weil verschiedene Länder dieser Welt sehr verschiedene Ressourcen und Technologien zur Verfügung haben. Also ist in gewisser Weise die Ungleichheit eine Wurzel unseres Außenhandels. Andererseits sind auch die Einkommensunterschiede und die Risiken des Arbeitsplatzverlustes, da haben wir heute nicht so viel zu reden, so viel zu Software, das können wir auch noch verbessern. Nein. Also nicht mehr bald ersetzt. Diese Risiken des Arbeitsplatzverlustes, die bedingen zu einem hohen Maß die Unterstützung der Gesellschaft für weitere Globalisierung. Aber ich will, bevor ich in diese Verteilungsfragen einsteige, ein bisschen weiteren Blickwinkel einnehmen und mal vom Mars auf die Welt gucken oder vom Mond. Und seit 1870 bis heute fragen, wie hat sich denn die Ungleichheit verändert. Viel zu den Handelsfragen, auch zu den Handelskonflikten, die wir heute besprochen haben, da ging es darum, was sind die nationalen Interessen und wie wir in gewisser Weise unsere Verteilungswirkungen zu Hause gestalten. Wenn wir jetzt ein Marsmännchen wären und fragen uns, wie groß ist die Chance, dass wenn wir zwei Weltbürger, die können zufällig aus demselben Land sein, aber können auch zufällig aus zwei verschiedenen Ländern stammen, dass sie verschiedene Einkommen erzielen. Und trotz all der Auswirkungen, adversen Auswirkungen, zum Teil des Zugangs Chinas zur Welthandelsorganisation, der Integration Indiens in den Welthandel seit etwa 1992 und des Zusammenbruchs des Ostblocks, sehen wir in der oberen blauen Kurve, dass die Ungleichheit zuabnahm. Ja? Also seit 1992 ist die Ungleichheit in der Welt zurückgegangen. Und zwar die Ungleichheit, wenn wir beliebige Weltbürger dieses Globus vergleichen. Der Ungleichheitsindex, wie diese Grafik zeigt, nennt sich Teilindex und der ist schön zerlegbar, das ist einer der Gründe, ihn zu benutzen, in die Ungleichheit innerhalb der Länder dieses Globus und die Ungleichheit zwischen den Ländern. Die Ungleichheit innerhalb der Länder ist leicht gestiegen bis zum Ersten Weltkrieg, das war die erste große Phase der Globalisierung. Die Weltkriege haben viel Vermögen vernichtet und wahrscheinlich auch etwas Ungleichheit mit zurückgenommen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Ungleichheit wieder leicht angestiegen. Aber diese Veränderung der Ungleichheit innerhalb der Länder ist verglichen mit der Weltungleichheit zwischen Ländern gering. Die große Veränderung bis etwa 1990 war ein Anstieg der Ungleichheit zwischen den Ländern, damit auch der Anstieg der Ungleichheit zwischen den beliebigen Personen dieser Welt. Und nach 1992 hat China die Armut erheblich verringert, Indien den Wohlstand befördert und ehemalige Ostblockstaaten sind schnell gewachsen, haben wir auch noch probiert. Also so viel zur globalen Ungleichheit. Ich weiß, die meisten nationalen Diskussionen, und wenn Sie zum Beispiel an das Buch Pikettys das Kapital denken, da geht es nur darum, wie sich die Ungleichheit innerhalb der Länder verändert hat. Globalisierung ist mehr als das. Ist auch die Veränderung der Ungleichheit und zwar mittlerweile die Reduktion, ein Novum in der Weltwirtschaft der Ungleichheit zwischen Ländern seit 1992.
Die Geschichte zeigt, und da gibt es schöne Studien von O'Rourke und Williams und vielen anderen, dazu, dass in Perioden der zunehmenden Ungleichheit innerhalb von Ländern, weil wir natürlich gerne den Blickwinkel außerhalb unseres Landes vergessen, oft mit Entglobalisierungsphasen einhergingen. Und wenn man nicht die Geschichte betrachtet, sondern die Länder in einem Querschnitt, dann zeigt die Korrelation, dass offenere Volkswirtschaften auch stärker ausgeprägte soziale Netzwerke haben. Soziale Sicherheitsnetze, soll ich sagen. Der Grund kann sein, dass soziale Sicherheitsnetze Volkswirtschaften ermöglichen, offener zu agieren im Weltmarkt. Kann aber auch sein, dass der Wohlstand in einer der durch offene Volkswirtschaft erzeugt wird, auch mehr Ressourcen zur Verfügung lässt, um solche Sicherheitsnetze aufzubauen. Wie auch immer, der soziale Wohlfahrtsstaat, das haben wir heute auch schon gehört, geht einher mit nationaler Globalisierung. Bevor ich wirklich meinem Auftrag gerecht werde und auf die Verteilungsfragen eingehe, möchte ich noch einmal ganz kurz einen großen Unterschied herausstellen zwischen Armutsverringerung und Verringerung der Ungleichheit. In meisten Industrieländern haben wir uns von der Notwendigkeit der Armutsverringerung emanzipiert und mittlerweile den Luxus geleistet, Ungleichheit stark zu beachten. Das ist historisch nicht der Fall und auch in vielen Ländern dieser Welt noch nicht. Ich habe hier eine Grafik, die ist nicht ganz gut gelungen. Der obere helle Balken zeigt jeweils in diesem Fall die Armutsrate in gewissen Ländern vor etwa 20 Jahren und der dunkle Balken darunter die Armutsrate im letzten verfügbaren Jahr in den Daten der Weltbank. Wenn wir zum Beispiel Vietnam hier im Fernen Osten, die Armutsrate ist von fast 80% auf mittlerweile weniger als 15% gefallen in den letzten 20 Jahren. Ein Riesenerfolg, wahrscheinlich eine der stärksten Verringerungen, die Welt gesehen hat. Aber diese Reduktion der Armutsrate geht einher mit einer Verschlimmerung der Ungleichheit. Also die Einkommen der Armen sind gestiegen, mehr Arme sind über der Armutsgrenze heute, aber die Einkommen der Reichen sind noch schneller gestiegen. Und diese vermehrte Ungleichheit ist durchaus relativ häufig. In der Tat war das das Bild, das wir in den meisten Entwicklungsländern gesehen haben, bis etwa 1990 oder 2000. Seither haben manche Entwicklungsländer das umgekehrt. Thailand zum Beispiel, aber auch Brasilien, da ist die Armut auch zurückgegangen. Also die Anzahl der Leute, die unter einem gewissen Mindesteinkommen leben. Aber die Ungleichheit zugleich mit zurückgegangen. Das sind in der Regel sind es Ausnahmefälle. Ein Beispiel auf der anderen Seite, wo die Armut leider zunahm, ist Kenia. Dort hat die Armut zugenommen in den letzten 20 Jahren. Das heißt, mehr Leute leben wieder unter der absoluten Armutsgrenze als zuvor. Aber die Einkommen der Höherverdienenden sind noch rascher zurückgegangen, sodass die Ungleichheit abnahm. Ja. Ich will diese Zahlen nur darstellen, um herauszustellen, dass es in gewisser Weise ein Prozess des Luxus ist, dass wir uns heute zu sehr mit Ungleichheit beschäftigen. Für viele Länder geht es noch um die viel notwendigere Frage, wie die Armut zu reduzieren. Wenn Sie das an einem konkreten Beispiel sehen wollen, die statistischen Ämter in Europa berechnen die Armutsrate nicht mehr. Das ist einer der Gründe, warum ich sie nicht mehr in der Slide hatte. Die berechnen Armut als Ungleichheitsmaß. Konkret in der EU, wer arm ist, wer heute weniger als 40% des Medianeinkommens verdient. Das heißt, wenn sagen wir, ein Haushalt am 10-Perzentil reale Einkommensgewinne hat, mehr Nahrungsmittel, Kleidungsstücke, Schulausbildung für die Kinder und so weiter sich leisten kann, aber der Haushalt am Medianeinkommen noch rascher das Einkommen gewinnt, dann sagen wir, die Armut hat zugenommen. Ist durchaus ungewöhnlich. Ja. Das ist die Ungleichheit ist ein eigenwilliges Maß, das es so nehmen. Da geht es nicht um die Armutsreduktion, sondern um Prinzipien der Fairness oder wenn Sie die kontinentaleuropäische Version nehmen, Egalität und Fraternität. Ja. Mehr als die Basis. Wie wollen wir jetzt die Ungleichheit messen? Eine Maßeinheit kam schon auf, die Lohnquote, das ist der Anteil, den lohneinkommenserzielende Haushalte am gesamten Volkseinkommen haben, wenn die fällt, bedeutet es, dass Kapitaleigner hinzugewinnen. Das ist ein einfaches Maß, ist noch inspiriert von der alten Idee, dass es Arbeiter und Kapitalisten gibt. Heute sind die Großteil der Kapitaleinkommen von Ersparnissen,
die Lohnempfänger zu freuen. Also die alte Unterscheidung ist unbedingt mehr die einfachste und beste, aber wie Frau Marien auch schon zeigte, die Lohnquote fällt. Also könnte mit Ungleichheit entgehen. Die wahren Wurzeln der Ungleichheit oder die stärksten beitragenden Faktoren sind in der Tat aber innerhalb der Lohneinkommen. Also wenn man die Zerlegung macht, dann ist die größte Varianz der Einkommen innerhalb der Lohneinkommen, nicht zwischen Lohneinkommen und Kapitaleinkommen. Und deswegen bin ich jetzt mittlerweile ganz glücklich mit dieser Aufgabenstellung. Der Arbeitsmarkt ist in der Tat die Quelle, wo viel der Einkommensungleichheit entsteht. Die Mehrheit der Haushalte erzielt den Großteil der Einkommen aus Lohneinkommen. Insofern sind Verteilungsfragen wirklich mit dem Arbeitsmarkt verbunden und ich habe mich mit dem Titel zurechtgefunden, vorgeschlagen. Hier jetzt für den Rest des Vortrags vier Mechanismen, die in der Literatur, wie ich glaube, die ersten drei weitgehend etabliert sind. Und der vierte zeigt eine Forschungsarbeit, an der ich mittlerweile zugange bin. Zunächst die globale Arbeitsteilung nach dem alten klassischen Modell ist eine Arbeitsteilung zwischen Wirtschaftszweigen. Also wer die Handelstheorie kennt, heute früh wurde es schon erwähnt, im sogenannten Heckscher-Ohlin-Modell gibt es einen ganz berühmten Hauptsatz von Stockmann Samuelson, der besagt, dass die vergleichsweise knappe Ressource in einem Land vom Außenhandel verliert. Ja, das wäre, wenn die Märkte allein wirtschaften würden, hier heutzutage vermutlich der Niedriglohnbereich. Die Märkte haben mich immer dominiert. Als ich herkam, bin ich über die Bismarckstraße gelaufen und dachte an meinen Vortrag und daran, dass es hier mal ein Bündnis zwischen Roggen und Stahl gab, Ende des 19. Jahrhunderts, wo die knappe Ressource, nämlich die Landwirte, sich mit der quasi knappen Ressource der Kapitalisten zusammentaten, gegen die vergleichsweise reichliche Ressource der Arbeitnehmer und die Handelshemmnisse anhoben. Das können wir wiederfinden, sagen wir, im Populismus Lateinamerikas und die knappe Ressource auch wieder die Landwirte durch populistische Politik geschafft haben, ihre Freunde zu schonen, die Einkommensgleichheit zu bewahren, aber genug abzugeben, um den sozialen Frieden zu halten. Und weil der letzte Vortrag ein bisschen provokativ sein sollte, da ist nicht mehr weit zu Donald Trump von Bismarck. Der Populismus heute ist die knappe Ressource in den USA, sind Arbeitnehmer, die weniger qualifiziert sind, im Vergleich zu anderen Ländern. Aber das ist trotzdem die große Mehrheit der Wählerschaft, sodass das auch in reichen Ländern Populismus heute noch funktioniert und die Märkte nicht unbedingt das machen, was Robert Samuelson vorhergesagt hat. Wie gehört, die Neuerung in der Globalisierung heute ist, dass wir Fertigungsstufen zwischen Ländern verlagern, wir brechen den Fertigungsprozess auf und diese globale Arbeitsteilung zwischen Wirtschaftszweigen ist mittlerweile zu einer globalen Arbeitsteilung geworden, wo wir auch die Faktoren, die der Produktion zuarbeiten, international verteilen können. Die klassische Produktionsfunktion ging davon aus, dass die Maschine und der Arbeitnehmer zusammen kombiniert werden in einem Ort und durch die Globalisierung in jüngerer Zeit können wir die eben auch über große Distanzen kombinieren. Und aber schließlich die in meinen Augen zentraleren Beiträge zur Globalisierung kommen heutzutage von der Arbeitsteilung zwischen Unternehmen, und ich werde darauf noch ein bisschen genauer eingehen, und auch von der sich ändernden Arbeitsteilung innerhalb von Unternehmen. Die ersten zwei Punkte sind klassisch, ich will nur kurz darauf eingehen, abgesehen davon, dass politische Konstellationen natürlich gegen die Märkte arbeiten können, von der Bündnis zwischen Roggen und Stahl in Deutschland bis hin zu Donald Trump heute. Der schlimmste empirische Befund für das klassische Modell ist, dass der vergleichsweise knappe Faktor, vergleichsweise reichliche Faktor in Entwicklungsländern relativ wenig qualifizierte Arbeit ist und damit die Ungleichheit dort zurückgehen sollte. Aber in den letzten 30 Jahren ist die Ungleichheit rund um die Welt angewachsen, auch in Entwicklungsländern, sodass also dieses klassische Modell wahrscheinlich nicht wirklich zutrifft. Wie schaut es aus mit Fertigungsstufen, Fertigungsverlagerungen? Wie wirken die sich aus auf Lohnungleichheit? Lass es mich einen Witz erzählen. An meiner Uni in UC-San Diego gibt es Studenten, die sind ein bisschen neidisch auf die glamouröse Uni in Norden, UCLA, denn die sind da gleich bei Beverly Hills und Bel Air und mitten in Hollywood.
Und trotzdem denken unsere Studenten, dass sie eigentlich genauso gut sind. Die glauben sowas, sie sind eigentlich besser. Und der Witz ist ungefähr so, wenn eine schlechtere Gruppe von Studenten war an der Uni in San Diego, es endlich schafft, in diese glamouröse Uni in UCLA zu gehen, und es sind relativ die schlechten, die Armen gelten immer als ein bisschen schlechte Noten, dann geht der Notendurchschnitt in beiden Unis nach unten. Das finden unsere Studenten natürlich herrlich lustig, denn die Implikation ist, die relativ weniger fähigen Studenten bei uns sind immer noch relativ gute Studenten an der UCLA und die an der UCLA finden es gar nicht witzig. Warum der Witz? Das ist die schnellste Erklärung des Mechanismus für diesen zweiten Effekt. Die bildungsfernen oder sagen wir, qualifikationsfernen Produktionsstufen hier im Norden, die verlagert werden in den Süden, wenn die hier wegfallen, bleiben mehr bildungsintensive Fertigungsstätten übrig. Das erhöht die Arbeitsnachfrage hier und damit für qualifizierte Leute und damit die Lohngleichheit. Das sind aber relativ bildungsqualifizierte, bildungsintensive Fertigungsstätten für den Süden, wo sie ankommt. Das heißt, dort geht dann auch die Arbeitsnachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften nach oben und die Ungleichheit weltweit kann zunehmen. Ja? Derselbe Mechanismus wie mit dem schlechten Witz zwischen UC San Diego und UCLA. Fertigungsstätten, die für den Norden bildungsintensiv, bildungsfern sind, sind für den Süden immer noch relativ bildungsintensiv, sodass die Ungleichheit in beiden Ländern, in beiden Regionen steigt. Das sind klassische Argumente. Wie stichhaltig sind sie? Deutschland. Ich werde Ihnen nachher zeigen, warum. Es gibt in Deutschland ganz hervorragende Daten, um auch innerhalb von Betrieben zu gucken, wie Löhne und Arbeitsaufgaben sich wandeln. Wenn wir gucken, wie viel der Lohnvariation in Deutschland, und ich benutze hier einen sogenannten Residuallohn, das ist der Teil des Lohns, den wir nicht mit Bildung und nicht mit der Region und nicht mit der Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers erklären können, also das Stück Lohn, das wir nicht mehr erklären können, der variiert zwischen Leuten, zwischen Betrieben und zwischen den Wirtschaftszweigen. Wenn wir die Wirtschaftszweige heranziehen, wie das klassische Heckscher-Ohlin-Modell sagt, dann können wir etwa 12% erklären. 88% bleiben unerklärt. Wenn wir Berufe heranziehen, können wir immerhin 16% erklären. Das mit einer Reinterpretation von Heckscher-Ohlin könnte man sagen, es ist noch klassisch. Ja? Das heißt, ein Sechstel können wir etwa erklären mit der klassischen Theorie, inklusive der Verlagerung von Fertigungsstätten. Wenn wir auf modernere Handelstheorien übergehen, und da kamen schon einige Referenzen dazu, unter anderem das Minitz-Modell, können wir etwa ein Viertel erklären. Drei Viertel bleiben weiterhin unerklärt. Es gibt hier natürlich die Diskussion, auch in den USA und in anderen entwickelten Ländern, dass Ungleichheit vor allen Dingen zwischen den Hierarchien in Betriebsstätten zugenommen hat. Also dass heute der Vorstandsvorsitzende 200 Mal so viel verdient wie der Arbeitnehmer, der die Maschine bedient. Wenn wir das annehmen, also die Betriebe und die Hierarchien erlauben, dann können wir immerhin ein Drittel erklären. Aber der Zugewinn an Erklärungskraft zwischen nur Betrieben und auch noch Hierarchien, der ist 6%. Also eigentlich ist das wirklich nicht, wo wir gucken müssen. Ja, der Unterschied zwischen den Top-Managern und den Arbeitnehmern besteht, aber der ist nicht der größte Beitragsfaktor. Und wenn wir dann sagen, jetzt sind wir einfach nur Berufe, ob das jetzt die Vorstandsvorsitzenden sind oder die Arbeitnehmer in der Fabrik, in der Maschine oder in der Fertigungssteuerung, in der Verwaltung, all diese Berufe, dann können wir immerhin 46% erklären. Aber mehr als die Hälfte bleibt weiterhin unerklärt. Das ist Ungleichheit, wo Arbeitnehmer im selben Beruf in der Betriebsstätte verschiedene Löhne generieren. Ja, da sitzt wirklich die Ungleichheit. Dass ähnlich qualifizierte Arbeitnehmer in denselben Berufen einfach verschiedene Fähigkeiten haben. Und zwar im selben Betrieb. Ja, und das wäre die Hälfte. Meine jüngsten Forschungsarbeiten gucken hier hin. Wir nehmen noch einen kurzen Umweg über eine ältere, die geht auf die Betriebe. Ja, also die Frage, wie viel können wir mit Betriebsunterschieden erklären in der Lohnungleichheit, in diesem Fall in Deutschland oder allgemeinen. Ein paar Anmerkungen, ein paar Beobachtungen. Erstens, produktivere Betriebe sind in der Regel die Globalisierten. Das sind die Exporteure oder die Importeure oder die multinationalen Unternehmen. Die beschäftigen höher qualifizierte Arbeitnehmer und man kann argumentieren, die teilen die Überschüsse unter anderem Globalisierung mit ihren Arbeitnehmern in der Lohnzahlung.
Und was nun passiert, ist, dass die Lohnungleichheit zunächst wachsen kann, wenn ein Land sich weiter globalisiert, aber dann auch fallen. Und ich zeige Ihnen jetzt kurz eine Schätzung, die ich in Brasilien durchgeführt habe. Es gibt ähnliche Schätzungen gerade für Deutschland, da ist aber die strukturelle Abbildung nicht so einfach gewesen. Ich konnte die nicht einfach übersetzen. Ich nehme daher Mainz. Verzeihung, Brasilien gilt ähnlich für Deutschland. Stellen Sie sich vor, alle Unternehmen sind nicht Exporteure. Es sind also null globalisiert. Dann sind wir hier am Nullpunkt der horizontalen Achse. Oder stellen Sie sich das andere Extrem vor, alle Unternehmen sind komplett globalisiert. Sind wir hier auf 100% der Achse. Dazwischen können wir variieren. Wir können die Zölle variieren oder die Fixkosten des Exports, was auch immer. Wir können jedenfalls die Zahl der globalisierten Unternehmen erhöhen. An beiden Extremen ist die Ungleichheit quasi identisch. In manchen Modellen identisch. Warum? Es gibt unterschiedliche Fähigkeiten unter den Arbeitnehmern. Es gibt produktivere und weniger produktive Betriebe. Die finden zusammen im Arbeitsmarkt, Matching nennen wir das, und generieren Ungleichheit. Wenn dann ein paar Unternehmen sich zusätzlich globalisieren, erzielen ja zusätzliche Erlöse im Auslandsmarkt, teilen die mit ihren Arbeitnehmern, die Lohnunterschiede nehmen zu, nur weil ein paar Unternehmen Exporteure geworden sind. Und es geht weiter und weiter und weiter, aber irgendwann muss es auch wieder zurückgehen, denn umgekehrt, wenn wir alle Unternehmen globalisiert hätten und ein paar jetzt nicht globalisieren, dann würden die Lohnunterschiede auch wieder steigen, weil es jetzt eben ein paar Unternehmen gibt, die geringere Löhne zahlen als die globalisieren. Also in beiden Richtungen nimmt die Globalisierung, nimmt die Ungleichheit in den Löhnen zu. Was auch bedeutet, dass es irgendwo in der Mitte ein Maximum geben muss. Und dann kann man immer argumentieren, wir sind entweder zu wenig globalisiert und deswegen zu ungleich, oder zu viel globalisiert und deswegen zu ungleich. Ja? Oder wenn man fragen will, wie können wir, wenn wir schon ein bisschen globalisiert sind, unsere Globalisierung dazu bringen, dass wir wieder gleicher werden, dass wir die Lohnungleichheit wieder vermindern. Da kann man entweder natürlich sagen, wir deglobalisieren, oder man kann sagen, wir globalisieren richtig und schauen, dass wir über diesen Buckel rüberkommen und dann auf der anderen Seite die doppelte Dividende einfahren, nämlich sowohl die Wohlfahrtsgewinne des Außenhandels als auch geringere Ungleichheit. Ja? Ich hätte die Schätzung für Deutschland, andere Freunde mir leider nicht erlaubt, so eine ähnliche Kurve zu zeichnen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir schon irgendwo am rechten Arm gelandet sind. In Deutschland. In Brasilien, als die Außenhandelsreformen dort stattfanden, war Brasilien etwa hier im roten Punkt. Mittlerweile sind die auch grün hochgebunden. Letzte Frage. Die 54%, die wir wirklich erklären müssen, das ist der Brocken der Ungleichheit, der ist in Betrieben und in Berufen. Also ähnlich qualifizierte Arbeitnehmer generieren unheimlich verschiedene Löhne. Im selben Betrieb, im selben Beruf. Warum? Und kann die Globalisierung damit spielen? Ja? Die Idee ist, und deswegen nutzen wir hier deutsche Daten, dass man in den Arbeitsmarkt der Betriebsstätten hineingucken will. Wie Unternehmen ist die Arbeitnehmer den richtigen Aufgaben zuzuweisen und die Berufe möglichst effizient ausführen zu lassen? Und wie hängt das mit der Lohnungleichheit zusammen? Also ich will diesen internen Arbeitsmarkt besser verstehen. Und das Schöne ist, dass es in Deutschland ganz hervorragende Daten dazu gibt, was Arbeitnehmer eigentlich machen, wenn sie am Arbeitsplatz sind. Die gibt es seit 1979, werden so alle 7 Jahre erhoben. Und die Fragen sind in manchen Jahren weit mehr, die wir in allen 30 Jahren, in allen 7 Wellen der Umfrage identisch wiederfinden, sind die 15 hier. Und es geht zurück auf Adam Smith, denn das Kapitel, aus dem ich zitiert habe, beginnt in Wahrheit mit der berühmten Stecknadelfabrik. Da sagt er, wenn die Stecknadel von einem einzigen Arbeitnehmer von Anfang bis Ende gefertigt würde, würde das wahrscheinlich Tage oder Wochen dauern. Wenn wir dieselbe Stecknadel von 18 Leuten mit 18 verschiedenen Aufgaben durchführen, produzieren lassen, dann dauert es wenige Minuten. Ja? Und letztlich geht es um diese Adam Smith Idee der Arbeitsteilung. Was machen die Leute in ihren Aufgaben und wie werden die zugeteilt? Interessanterweise in Deutschland, Manager müssen nicht viel mehr machen als alle Erwerbspersonen. Ich habe noch ein paar andere Statistiken, die ich Ihnen zeigen könnte, aber um kurz zu bleiben und bündig, nur die Anmerkung. Also im Schnitt machen die Erwerbspersonen in allen Hierarchieebenen etwa 6,5 von diesen 15 Tasks, also diese 15 Aufgaben. Hier kommt die Statistik, die uns am meisten überrascht hat. Es ist eine neue Forschungsarbeit, den Autor hier, Sascha Becker, der war auch schon auf dem vorherigen Papier, Hartmut Ecker und Michael Koch, beide waren auch. Wenn man
vergleicht, wie viele Aufgaben Leute in ihrer Betriebsstätte, in ihrem Beruf erledigen müssen, dann ändert sich das ganz erheblich mit der Größe des Betriebs. In kleinen Betrieben mit 1 bis 4, das ist die Kategorie, die wir auslassen, und next kleineren mit 5 bis 9 Arbeitnehmern, ist die Zahl der Aufgaben, die bearbeiten müssen, ziemlich hoch. Wir haben also eine breite Aufgabenspanne zu bearbeiten. Und je weiter wir in der Betriebsgröße nach oben gehen, desto geringer ist die Zahl der Aufgaben, die der Arbeitnehmer erfüllt. Ja? Und wenn Sie wollen, ist das einfach eine Wiedererdeckung von Adam Smith, deswegen habe ich den auch am Anfang zitiert. In der Pin Factory, in der Stecknadelfabrik, geben wir den Arbeitnehmern, halt immer groß genug sind, richtig schöne spezialisierte Aufgaben, ganz kleine Aufgabenspanne, dann sind die hochproduktiv. Was passiert mit der Lohnungleichheit? In denselben Betrieben, in denselben Berufen, die wir abbilden, also wenn wir dahinter die Betriebe nehmen, dann ist die Varianz des Lohns, oder des Lohns, den wir nicht erklären können, stark positiv korreliert mit der Größe des Betriebs. Hier nehme ich jetzt den Umsatz, wenn wir die Beschäftigtenzahl nehmen. Also größere Betriebe geben den Arbeitnehmern geringere Aufgabenspanne, aber diese reduzierten Aufgabenspannen gehen einher mit einer erheblich erhöhten Residuallohn- oder Lohnvarianz in diesen Aufgaben, in diesen Berufen. Die Erklärung, die wir haben, abgesehen von dem strukturellen Modell, das wir geschrieben haben, ist, je geringer die Aufgabenspanne, die ein Arbeitnehmer erfüllen muss, desto schwerer liegen Fehler. Und Leute, die wirklich gut sind an den Aufgaben, kriegen dann einen richtig schönen hohen Lohn. Und die öfter mal einen Fehler machen, einen geringeren, also je geringer die Aufgabenspanne wird, desto größer die Produktivitätsunterschiede zwischen sonst relativ ähnlichen Arbeitnehmern und die Lohnungleichheit nimmt zu. Das erklärt, oder es könnte potenziell erklären, die 54% der Lohnungleichheit, in denen wir mal klammern wollten. Was bedeutet es für die Globalisierung? Wenn man es wirklich durchdenkt, von vorn bis hinten, dieses Adam Smiths Arbeitsteilung bis in die globale Ökonomie führt, wenn ein Mädelsmodell drumherum steckt, dann kommt Folgendes zutage. Erstens, größere Betriebe haben Anreize, das Aufgabenspektrum zu reduzieren. Die haben einfach mehr Berufe. Und das können wir auch in Datum machen. Die teilen ihre ganze Aufgabenspanne in mehr Berufe und dann kriegt jeder Arbeitnehmer eine kleinere individuelle Spanne ab. Die erhöhte Arbeitsteilung erhöht die Betriebsproduktivität, können wir auch in Daten sehen. Aber, wie gesagt, geringere Aufgabenspannen bedeuten auch, dass Fehler schwerer wiegen und die Lohnungleichheit in diesen Betrieben und deren Berufen höher ist als in anderen Betrieben mit größeren Aufgabenspannen. Was passiert mit Globalisierung? Die großen Betriebe werden noch größer, die sowieso produktiven gewinnen weiter Produktivität hinzu, reduzieren weiter die Aufgabenspannen, erhöhen weiter damit die Lohnungleichheit in ihren Berufen und Betrieben, und die globale Lohnungleichheit wächst weiter. Ja? Also der Best Guess, sozusagen, wenn man strukturell guckt, wie schaut es in der deutschen Volkswirtschaft auf, in den Betrieben, ist, dass auch in diesem Fall fortschreitende Globalisierung mit hoher Wahrscheinlichkeit die Lohnungleichheit weiter erhöht. Ja, angefangen habe ich mit der Aussage, dass geringere Ungleichheit besser ist für Globalisierung, in dem Sinne, dass das soziale Netz dass die soziale Akzeptanz der Globalisierung höher ist, je fairer die Verteilung der Löhne ausschaut. Wie kommen wir dahin? Wahrscheinlich durch Lohnumverteilung. Das wurde heute schon mehrfach erwähnt, dass wir weder den Wohlfahrtsgewinn des Handels auch vergeben wollen, wir wollen weiter offen bleiben, aber um sicherzustellen, dass wir es, solange die Globalisierung voranschreitet, die soziale Akzeptanz nicht entschwindet, brauchen wir, was Adam Smith in seinem Anfangszitat die Well-Governed Society nannte, wo Fairness und Neid sich die Balance halten. Und ich glaube, dass die Kontinentalwirtschaften, das ist die Frage nach dem Nutzen für Europa, recht gut aufgestellt sind, diese sozialen Netzwerke, diese sozialen Sicherheitsnetze bereitzustellen. Für mich ist es keine Überraschung, dass gerade in den USA und in Großbritannien, wo die sozialen Netzwerke, die sozialen Sicherheitsnetze die grobmaschigsten sind, die Antiglobalisierungswelle die stärkste wurde. Gut, vielen Dank.